Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Weber in nah und fern. Es dreht sich jetzt nicht großartig um Basteln, sondern es dreht sich um die Eggs, die ich heute bekommen habe. Was mich da wahnsinnig interessiert ist, ist sie dicht oder ist sie nicht dicht? Denn sie soll dicht sein nach IP67. Und ich dampfe. Meine Asmodo-Spritzer mit dem Fonte und obendrauf das Dritttipp von, naja, ihr wisst schon. Aber ich sag mal, wir schalten auf den Tisch und ich pack sie aus. Na? So, da seht ihr sie. Die Eggis ist angekommen. In einem anderen Paket ist Aroma drin. So. Und da wollen wir mal schauen. Ne? Da ist versiegelt. Kurz und bündig mit einem Cuttermesser. Zack. Zack. Ich habe mir sie ausgesucht in komplett in Schwarz. Verdammt, die hat eine wirklich gute, schöne Haptik. So, dann einmal gucken, was da unten drin ist. Hier dürfte. Hä? Einmal mit die Finger da rein. Ach, da ist das Käppchen drin. Um. Ein 18,650 da rein zu machen. Naja, kann man sich auch so behelfen. Machen wir wieder. Ups, wieder ab. Unten drin liegt noch zwei Schrauben. Zwei Silikondichtungen. Ein Käppchen. Mit Silikon. Die Leute, die es nicht wissen, IP67. Die 6, also IP ist eine Norm aus dem Elektrosektor. Gibt es also IP44, IP43 und wie auch immer. Aber IP67 heißt, die 6 steht für staubdicht. Und die 7 steht für wasserdicht. Das heißt aber jetzt nicht, dass man mit der Eggis tauchen kann. Das sollte man bleiben lassen. Also, da sollte man vorsichtig sein. Genauso bei Flüssigkeiten mit einer bestimmten Viskosität. Das heißt, ihr lasst Badewasser ein. Und sie fällt euch da rein und ihr holt sie sofort raus, wird sie das überleben. Aber wenn ihr meint, ja, ihr könnt sie, weiß ich nicht, irgendwo zum Tauchen mitnehmen,
Da habt ihr dann die Popo-Karte, ne? Also ich würde damit nicht zum Beispiel schwimmen gehen. Also da ist die 7, steht die 7 also nicht für, ne? Das heißt also kurzzeitig wasserdicht. Ich glaube, man sagt so maximale Tiefe 1 Meter. Das heißt also, wenn ihr in Freibad geht, ihr habt die in der Hand und dampft und rutscht da irgendwo aus und ihr fallt dann in ein Becken, was 3 Meter tief ist und die auch. Also das wird sie auf keinen Fall überleben, diese 3 Meter Tiefe. Ne? So, oder ich glaube im normalen Schwimmer ist da keine 3 Meter, da dürften, ich glaube, ja, um die 2 Meter, ne? Das überlebt die auch nicht. So, dann gucken wir einfach mal hier bebildert. Englisch, Englisch, immer noch Englisch. So, immer noch. Steht das aber hier irgendwo in Deutsch? Na, kleinen Moment. Sollte ja irgendwo sein, dass das auch in Englisch steht. Ach, in Deutsch steht. So, immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Doch da, Überblick, ja. In Deutsch auch. Gehen wir aber jetzt nicht durch. Ist erst einmal für mich sowieso uninteressant. Wie gesagt, sie sieht schön aus. So, machen wir einmal das Akkufach auf. Weil mich interessiert vor allen Dingen die Ausgasung. So. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn da irgendwo. Das ist natürlich, natürlich, natürlich irgendwo komisch. So, jetzt versuche ich da mal. Ich weiß nicht, was es ist. Brauchen wir erstmal ein Stückchen Alkohol. Also ein Lappen mit Alkohol. So, und da schneide ich hier mal ein bisschen ab von meinem Tüchlein. Und guck erstmal, ob ich das hier so ein bisschen sauber kriege. Also, ich hole das mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr mehr. So, na, bleib stehen. Also, ich habe jetzt erst mal im Moment gedacht, da wäre irgendwo ein Loch, wo das ausgast. Kann man aber nichts erkennen. Da im Deckel sind jetzt zwei Löcher zu sehen. Was mir aber nicht zeigt, wo eine Ausgasung stattfinden kann. Also die zwei Dichtungen, die dabei liegen, die sind also für den Deckel. So, da sieht man einmal, das ist also quasi hier der Bügel, der da wohl drin eingehakt ist. Auf der anderen Seite auch. Hier ist ein ganz kleiner Grat. Gucken, ob ich den da wegkriege. Oder ist das nur ein bisschen. Ja, das ist nur ein bisschen Staub. Also ich kann jetzt hier nichts feststellen, wo der Akku ausgasen könnte. Obwohl das an sich ein Witz ist. Da sind zwei Löcher, die sagen, dass das zum Ausgasen wäre. So, jetzt nehme ich mal hier einfach mein Draht hier raus. So,
Jetzt nicht. So, und dann wollen wir mal gucken. Ich kann das hier also reinstecken. Na, aber ich wüsste nicht, wo die hingehen. Also, das ist mir jetzt ein bisschen unverständlich. So, ich mach mal eben den Draht wieder hier fest. So. Also ich weiß jetzt nicht, wo das hier ausgasen kann. Man sieht da etwas. Es kann natürlich sein, dass das ich kratze da mal jetzt wirklich drüber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da hier irgendwas rausgedrückt wird. Weil ich kann da überhaupt nichts spüren. Kein Anecken oder so, dass hier etwas rausgedrückt wird, dass das hier ausgasen kann. Aber ich sag mal, das spielt jetzt im ersten Moment auch absolut keine Rolle. So, da drin ist der Akku, den ich also mitbestellt habe. Golissi steht da. 26650, 3,7 Volt, 4300 mA, 35 Ampere. Das hieß zwar, dass da ein iJoy-Akku bei wäre oder sollte bei sein, ist aber nicht der Fall. Naja, egal. Holen wir erstmal den Schutz hier runter, den Pluspol-Schutz, damit der überhaupt Kontakt kriegt. Ja, das kriege ich den nicht von meinem Finger ab, weil das klebt. Ach. So. Zack. Schauen wir einmal da unten rein. Also es sieht sauber aus, das Gewinde. Schön sauber verarbeitet. Da drin kann ich also auch nichts feststellen. So, ich sehe auch da drin absolut nicht, wo irgendwo der Akku ausgasen könnte. Glauben wir denen das mal, dass die irgendwo rüber ausgasen könnte. So. Na. Ich bin also immer vorsichtig beim Gewinde. Ich drehe erstmal zurück und dann rein, um wirklich zu gucken, dass es auch dicht ist. Aber ihr kennt mich. Ja, keiner verlässt den Saal. Alles, was mit Silikone oder mit Dichtung zu tun hat, ja, dann nutze ich hier eben lebensmittelechtes Silikonfett. So. Und zack, bin ich jetzt mal ein bisschen großzügig gewesen. So. Und jetzt kommt's wieder drauf. So. Jetzt wird das ein bisschen oben rausgedrückt. Das ist aber jetzt im ersten Moment auch egal. Seht ihr? Da kommt es ein bisschen raus. Aber da gibt es ja Gott sei Dank so Tüchlein, die man hat. Und dann holt man das Silikonfett da weg. So. Ja, das ist bei der Gummierung hier ein bisschen doof. Das Tuch fluselt jetzt ein bisschen. Egal, beiseite. So, das Geilste überhaupt. Ich kenne einen Stabverkäufer, der zu mir gesagt hat, die Eggis
Man holt den Akku raus, man lädt den über einem externen Ladegerät. Sie hätte keine USB-Buchse. Und da muss ich da so ein bisschen schmunzeln, ne? Weil sie hat keine USB-Buchse, ne? Hat er recht. Seht ihr eine USB-Buchse? Nö, nö. I a nit. Aber komisch verdächtig ist doch, hier oben sind zwei Schrauben, da sind kleine Löcherchen drin. Und das besagt mir, die Hansche, hol ein Werkzeug. So. Und da hat das die Hansche sein Werkzeug. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sich hinter den Schrauben verbirgt. Nehme ich mal zuerst den T4. Der T4 ist da zu klein. Für den 510er ist der auch zu klein. So, also dürfte das der T5 oder T6 sein. So, einmal da gucken. Ja, das sieht gut aus. So, wir nehmen aber auch noch mal den T6, um sicher zu sein. Mal, ich will ja die Schrauben nicht kaputt machen. So. Das heißt also, für den 510er ist es T5, weil da wackelt der T5er unten nicht und hier hat er ein bisschen Spiel. Also ist hier T6. Also, oder ergo, oder wie auch immer, nimmt man einen T6er und macht dieses Schräubchen auf. So, wo ist mein Schraubfächlein? So, zack, da einmal rein. Ich drücke das jetzt auch noch runter, weil ich nicht weiß, ob da eine Feder drunter ist, das gleich hochspringt. Und dann die Feder hier durch meine Werkstatt fliegt und dann ist die Feder nämlich weg. Und seht ihr, schon ist das Malheur passiert, dass mir die Schraube weggefallen ist. Und da unten liegt sie. So. Und jetzt tut sie schnischt. Ist also keine Feder, vermute ich. Oh. Und wie kriegt man das jetzt offen? Will nicht offen. Also muss man da irgendwie etwas haben, um den Deckel auch noch aufzumachen. So, seht ihr, haben wir ihn da schon offen. Guck mal an, Nemi, sieh mal da. So, und jetzt würde ich sagen, komme ich mit der Kamera erstmal runter, damit ihr ein bisschen mehr seht. So. Na, kommst du jetzt oder nicht? Ihr seht den 510er, ihr seht, was ist denn da? Nämlich, so, der Deckel ist von innen. Also diese kleine Nase hier, die ihr hier seht, drückt also nicht bis ganz unten. Aber werden wir gleich mal sehen. Das ist das Käppchen, was auch im Zubehör ist. So, dann holen wir die mal raus. So, und ihr seht, da ist der USB-Port. Nur, es wäre jetzt schwachsinnig, wenn man den offen lässt. Oder immer auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, um den Akku darüber zu laden. Also ich denke mal, das wäre der größte Schwachsinn, den es gibt. Und ich denke mir, es wird auch in der Anleitung stehen, das ist nur gedacht, um ein
Update zu machen und nicht zum Laden. Also hat derjenige, also der Verkäufer, der mir gesagt hat, die hat keine USB-Buchse, eine falsche Aussage gewesen. Er hätte sagen müssen, die hat keine USB-Buchse, um den Akku zu laden. Ich bin ja eh der Meinung, diese ganzen USB-Buchsen in unseren Akkuträger sollten nur für Software-Update sein. Es sei denn, er ist ein fest verbauter Akku, dann geht's ja nicht anders. So, und jetzt schaue ich mal, wenn das so reinkommen würde, ob der kleine Pin hier drauf drückt. Nein, da ist viel zu wenig Luft. Also er drückt nicht auf diese Kappe. Also von daher, Mama Leone macht's mit Silikone. Drücken wir die hier wieder rein. So. Und auch hier. Sorry, ich hole die wieder raus. Ach nee, ich lasse sie da unten drin. Wichtig ist oben. Als reine Pflege mache ich da jetzt auch ein bisschen Fett drauf. Kann nie schaden. So. Sollte eine Möglichkeit bestehen, dass das Diansche als Beispiel über die Software, dass man sich da ein eigenes Emblem drauf machen kann oder ähnlich, dann werde ich das wieder nutzen. Ansonsten bleibt dieser Deckel geschlossen bis in alle Ewigkeiten. Wie gesagt, es sei denn, es liegt ein Grund vor. Ansonsten bleibt das Ding zu, weil ich will damit nicht baden gehen. Ich mache das also zu. Ich will damit nicht baden gehen. Aber sie kann ja mal, was weiß ich, durch Unachtsamkeit in die Toilette fallen. Oder wie auch immer. Lacht nicht. So, zack. Wieder zu. So, und jetzt gucke ich mir das Teilchen mal ein wenig näher an. So, man kann diese Kappe hier abmachen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt muss. Das sind diese vier Schrauben. Da wird mit Sicherheit auch eine Dichtung drunter sein, die ich jetzt nicht unbedingt aufmachen möchte. Also gucken wir uns erstmal den 510er an. Der 510er ist also sehr gut gefedert. So, und jetzt schaue ich mal, ob da ein Spalt entsteht. Da entsteht auch unten ein Spalt, aber so wie es aussieht, wenn ich da richtig hingucke, ich versuche euch das mal ein bisschen noch näher ranzuholen. Ja, da wird aber unscharf. Ich mache mal eben die Blende hier ab. So. Ja, jetzt kommt sie erst recht nicht. Oder? Ja, das ist ein Knaller hier mit meiner Kamera. Nein. Ich muss wirklich die Blende wieder drauf machen. Ne. So, versuche ich jetzt nochmal. So, ihr seht, der geht runter, aber da entsteht kein Spalt, wo man sagen könnte, man könnte unten reingucken. Also,
Tu mal den Fünfer weg. Und machen Sie mit dem T4er auf. Die Schraube ist sehr lang. Und meine entzückenden Augen haben schon was entdeckt. Und ich versuche euch das jetzt auch zu zeigen. Wow, Himmel. So, ihr seht's, ne? Da ist schon mal ein Silikonring. Schon mal gut. Das heißt, da muss das Diansche auch ein bisschen Fett drauf tun. Jetzt brauche ich aber eine andere Pinzette, weil ihr habt es bestimmt schon gesehen. Bei der anderen Schraube ist sie hier liegen geblieben. Seht ihr? Da ist sie. Also kommt sie auch erstmal in meine Schale. Dann holen wir die dritte auch noch raus. Ganz vorsichtig, dass mir die Lichtung nicht wegfällt. So, hier hängt sie auch eine Schraube dran. So. Und jetzt seht ihr schon, sie ist hochgekommen. So, und ich muss sie ja jetzt irgendwie da rauskriegen. Also, ich benutze heute viel das Wort also, ja. Lacht nicht. Und jetzt wollen wir mal gucken, ne? Na komm schon. Sei brav und komm raus. Ihr seht, da ist ein Kunststoff drunter. So, und wenn man genau schaut, ich möchte das jetzt nicht weiter ziehen. Hier ist ein harter Kunststoffkern. So, und da drunter, na, da seht ihr, da ist nochmal Kunststoff. Und ich denke mir mal, dass hier unten drin eine Silikondichtung ist. Aber ich möchte das jetzt nicht weiter hochziehen, weil ich nicht weiß, wie kurz oder wie lang das Kabel ist. Und ich möchte mir da nichts abreißen. Nein, tue ich nicht. Man erkennt auf jeden Fall, dass das einmal ein Zweikammersystem ist. Hier drunter ist nochmal ein System. Da geht die Schraube von oben durch, die ja mit einem Silikonring abgedichtet ist. Und ja, guck mal. Da unten greift sie rein. Seht ihr? Die eine zumindest. Die andere, da sieht man es auch. Da oben durch. Greift da unten rein. Und auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Nur hier kann ich jetzt nicht gucken, möchte ich auch nicht, weil ich möchte meine Eggs ja nicht kaputt machen. Ne? Das heißt, ich, um das besser jetzt zu sehen, müsste ich das alles hier, dieses ganze Seitenfach abmachen. Aber nein, 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 muss ich nicht. Das, was ich hier sehe, reicht mir völlig aus.
Ich erkenne hier auf jeden Fall, hier, das hier ist ein geschlossenes Kammersystem. Und ich werde einen Deibel tun, das aufzumachen, weil das mit Sicherheit dicht ist. So. Von daher drehen wir das jetzt wieder ab. So, und ich merke, ja, kleinen Moment. So, ihr seht's, ja. Das heißt, ich drücke das runter und das geht automatisch wieder hoch. Das kommt also nicht durch eine Feder oder das ist, oder anders gesagt, das ist mit 1000%iger Sicherheit Silikon oder Gummi, wie auch immer, was ich zusammenpresse. Von daher, ja, bin ich davon jetzt 1000%ig davon überzeugt, dass die Aegis dicht ist. Absolut dicht ist. So, jetzt ziehe ich erstmal die Dichtung oben hoch von den Schrauben. So, die erste. Die zweite. So, und jetzt muss ich gucken. Ja. Wo ist die Dichtung? Da ist sie. Jo, 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 jetzt wird's schwierig. Wenn die mir jetzt wegfällt, wenn die mir jetzt wegfällt, kriegt die Diane einen Schreikrampf. Ja, bleibt drauf. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wo machst du die auf? Ganz einfach, ich habe mir die nicht gekauft, weil ich sie unbedingt haben will, weil sie mir gefällt, sondern weil ich wissen wollte, ob die wirklich dicht ist nach IP 67. Und Hammer. So wie das aufgebaut ist, glaube ich es. So, Dichtungen sind alle oben. Und jetzt kommt wieder Silikone zum Einsatz. So. Ja, das müsste reichen. So. Einmal. Zweimal. So, das dritte Mal. Na. So, und jetzt muss ich von der Seite gucken.
Ich will die auch gleichmäßig anziehen. Das heißt, ich drücke die erstmal wieder runter. So. Und drehe die erstmal nur mit Daumen und Zeigefinger fest. So. Ich merke einen Widerstand da auch mit Daumen und Zeigefinger. Und jetzt na fest kommt ab. Jetzt mache ich natürlich ein bisschen strimmer, weil ich will wirklich, dass die auch wieder gut sitzt. So. Und sie sitzt auch gleichmäßig. Ich gucke da noch einmal. So, hier spüre ich einen kleinen Rand. Da kann ich jetzt nicht. Und da auch. Jupp! Wo ist mein Lappen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bub, 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 bub. 35 Watt. Nein, will ich nie haben. Was sagt er? Der sagt jetzt schon ein Coil mit 0,2. Der ist ja nicht ganz dicht. Wieso sagt er jetzt schon Widerstand von 0,2? Also erstmal so, no Coil. Aha, das heißt die 0,2, die haben die getestet. Da bin ich jetzt aber von den Socken. Das heißt, die hatten hier oben einen Verdampfer drauf und haben den getestet. Weil jetzt, nachdem ich einmal die Power-Taste gedrückt habe, jetzt steht alles nämlich 0000. So. Anzeige ist herrlich. Na. Geh mal auf meine Schnapszahl. Und jetzt einmal vergleichen. Meine Sirius sagt 0,62 Ohm. Und dann wollen wir den mal da drauf drehen. Ne? 0,62. So, der sagt jetzt im leeren Zustand 0,6. Wenn ich jetzt die Power drücke, sagt da hinten 0,61. Ja, auch noch tolerant. Sag ich mal nichts zu. Ich glaube, mehr muss ich jetzt nicht sagen. Ich will nicht drauf eingehen auf das Menü, auf das Menü. Es gibt genüge andere Reviewer, die sie schon vorgestellt haben. Ja, und ich habe sie gerade erst ausgepackt. Ich kann also jetzt mir überhaupt kein Urteil bilden. Ich will auch nicht durch das Menü gehen. Ich wollte euch nur zeigen oder wissen, ist sie jetzt oder ist sie jetzt nicht nach IP67 dicht. Und ihr habt es gesehen, wie gut es verbaut ist. Also die dürfte hier oben wirklich nach IP67, die 7 sagt wasserdicht, ja, ich glaube bis maximal 1 Meter. Einmal kurz dampfen. Geht natürlich auch. Ich muss mal gucken, ob die auch ein Preheat hat und so, aber darum ging es ja nicht. Guck mal an, nee, sieh mal da, das Tianche ist wieder da. Ja, dampfen wir mal eine Runde, ne?
Vorzüglich. Kann man nicht meckern. Schöne Haptik, liegt gut in der Hand. Gefällt mir wirklich. Auch wenn sie eine Wuchtbrumme ist. Ja, sie ist also eine größere Wuchtbrumme wie die Wismic Gen 3. Ja. Oder wenn man die vergleicht mit der Sirius, das ist also schon Hammer an Gewicht. Aber sie liegt wunderschön in der Hand. Gefällt mir mit der Rundung, mit dem Leder. Ja. Also, meine Neugierde ist gestillt. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smoke-Wolke. Und tschüssi!